ein Spiel spielen. Aufnahme läuft. Hallo. Ich möchte ein Spiel spielen. Das ist ein bisschen zu trocken, Bodo. Ein bisschen mehr in den Hintergrund bedeutet, das ist ja nicht ein einfaches Spiel. Okay. Hallo. Ich möchte ein Spiel spielen. Das ist schön so. Jetzt bist du am Schluss ein bisschen zu müde geworden. Er ist schwer krank, aber er reißt sich zusammen und hält es durch bis zum Schluss. Mach mal. Okay. Hallo. Ich möchte ein Spiel spielen. Bodo war die richtige Wahl, weil er die Möglichkeit hat, sowohl die positiven Seiten von Jigsaw, die es ja auch gibt, darzustellen, als auch die Fähigkeit hat, darzustellen, dass in Jigsaw ein großes Potenzial an Rachebedürfnis schlummert. Also ich denke ja, dass sich die Stimme sowieso bei jeder Rolle ein kleines bisschen verändert. Durch die Situation, durch den Typ, den man darstellt. Aber es bleibt im Wesentlichen natürlich immer meine Stimme. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich möchte ein Spiel spielen. Die Apparaturen auf ihrem Kopf symbolisieren die Zwangsjacken, die sie anderen anlegen. Ich möchte ein Spiel spielen. Okay, im Original klingt er immer noch ein bisschen tiefer. Hallo. Ich möchte ein Spiel spielen. Okay, jetzt haben wir mal die Einstellung gefunden, wie er so rudimentär, also sprich in der Basis klingt. Und jetzt kommen noch ein paar Effekte an Mischpult dazu. Sprich, ob das jetzt eine Kathedrale ist oder meistens Bigger Than Life, einfach ein riesengroßer Raum drauf soll. Hallo. Ich möchte ein Spiel spielen. Ja, da sind wir doch schon ziemlich nah dran. Letzten Endes ist das so der Schaffensprozess, das Prozedere, wie man sich von den rohen Aufnahmen auf das finale Produkt, sprich die letzte, die gültige Mischung jetzt durcharbeitet. Hallo, ich möchte ein Spiel spielen. So, jetzt wisst ihr, wie Jigsaw zu seiner fiesen Stimme kommt. Aber glaubt nicht, dass ihr sicher seid vor dem, was in Saw 6 passiert. Saw 6. Demnächst im Kino.